Wir sind im Yoga-Haufen und wir starten jetzt unsere Yogastunde. Kommt in ein für euch komfortablen Aufrichten und schließt für einen Moment die Augen. Und nehmt euch diesen ersten Moment, Hände bitte vor dem Herzen zu sehen. Am Anfang machen wir meist so eine Begrüßung und ein Om. Da kommen wir erstmal alle an und gucken so, wie was am Tag schon passiert ist und entspannen uns erstmal. Lächelt euren Gegenüber an. Ganz rund werden, einatmen, noch einmal. Bitte den Blick nach vorne. Und ganz stark in die Mitte. Für den ersten herabschaut. Sonnengruß, den wir am Anfang von einer Stunde machen, das ist ein Ablauf von unterschiedlichen Bewegungen und Übungen. Meistens haben die Bewegungen, um sich das besser zu merken, Namen. Im Sonnengruß gibt es auch den herabschauenden Hund. Da sieht es halt sozusagen aus, wie wenn der Hund seinen Po ganz weit nach oben streckt und dann nach unten guckt. Oder die Kobra, da schlängeln wir uns wie so eine Kobra nach oben. Und wenn man sagt, bitte mal den herabschauenden Hund, dann weiß man immer sofort, was man dann machen soll, weil das ist so einprägend. Euch verbeugen und außer euer rechtes Bein. Also manchmal funktionieren die Sachen nicht, dann versucht man es halt. Und bei vielen Übungen gibt es auch so irgendwie in 3 Schritten oder so. Und dann macht man halt den ersten Schritt, wenn das nicht klappt, bleibt man halt da. Und sonst kommt man immer weiter bis zum 3. Schritt. Und das finde ich auch echt gut, dass die Übungen so aufgebaut sind. Das war einatmen, genau oben. Und aus. Stell die mal schön auf. Drück mal die Füße zusammen. Füße zusammen. Und drück dich hoch. Und krabbel die Wand nach oben. Und mach das, tap, tap. Und wecke die Finger auf. Schön. Heute haben wir das umgedrehte L gemacht. Da haben wir uns auf eine Matte gekniet und die Arme unter die Schultern gestellt und die Füße an die Wand. Da muss man dann halt sich auf den Händen abstützen und dann an der Wand hochgehen und dann die Beine halt ausstrecken und dann ein Bein noch heben, wenn man das schafft. Und dann war das halt wie ein L an der Wand und das war eine Vorübung für den Handstand. Wir machen manchmal Partnerübungen, das finde ich echt gut, weil ich habe jetzt auch echt viele Freunde hier im Kurs und viele denken vielleicht, Yoga macht man meistens nur alleine, aber das ist sowas wie ein Teamsport, sowas in der Art macht man auch echt viel zusammen. Ich mag Yoga richtig gern, weil wenn man hier reinkommt, dann ist gleich so eine richtig schöne Atmosphäre. Und hier kann man schön runterkommen und mal in sich kehren. Das ist halt hier toll, weil hier gibt es eine Mischung aus Entspannung und auch in die Kraft kommen, dass man auch in der Bewegung ist, aber auch sich halt entspannen kann.
Yoga ist sehr vielfältig und man kann halt dann auch entscheiden, welche Yoga-Übungen man sehr gerne mag und welche man häufig machen kann. Man kann das zum Beispiel auch zu Hause machen, Yoga. Auch wenn ich zum Beispiel nach den Hausaufgaben echt irgendwie gestresst bin und mich nochmal entspannen möchte, mache ich echt auf Atemübungen oder vor dem Schlafengehen. Und ich mache Yoga gerne, weil man sich dabei beruhigt und alles vergisst, was so zum Beispiel vor einem Test in der Schule. Da entspannt man sich und sagt, hey, du schaffst das. Und dann am Ende entspannen wir nochmal. Und manchmal kriegen wir noch eine Massage. Also auch am Ende machen wir immer so eine Entspannübung, so ein Shavasana. Das liegen wir alle in einem Kreis mit dem Kopf zur Kerze. Da wird man auch irgendwie, wenn man davor noch irgendwie etwas mit Power oder so gemacht hat, wird man da auch irgendwie frei. Und dann geht man halt danach nach Hause auch echt entspannt. Also wir machen am Anfang und am Ende der Stunde immer ein Om und die Schwingungen gehen durch den Körper und das beruhigt sehr.